Wir dürfen 53 DigiNMS auszeichnen. Die bekommen am Mittwoch ihr Zertifikat. Das sind 10.299 Schülerinnen und Schüler, die wir damit auch begleiten können. Es gibt definierte Kriterien, quasi einen Mindeststandard, den man erfüllen muss. Die Kriterien sind bei der Bildungsdirektion auch zu erfragen. Da ist zum Beispiel, dass man bei E-Lern-Plattformen mitmachen muss, dass im Bereich der Schulentwicklung abgebildet werden muss, dass gewisse Fortbildungen absolviert werden, dass es nicht nur ein Thema ist, das Thema Digitalisierung, das in einem Unterrichtsfach eine Stunde behandelt wird, sondern wirklich auch in den ganzen 4 Jahren. Das heißt, wir werden das auch genau beobachten, wie es sich entwickelt. Vielleicht ändern sich die Rahmenbedingungen in den nächsten 15 Jahren, das werden wir sehen. Wichtig ist, dass wir hier insbesondere einmal einen Schwerpunkt setzen. Das bedeutet natürlich entsprechende Arbeit. Wie man ja weiß, liegt mir Bildung am Herzen. Und beginnend vom Kindergarten bis rauf zu den Universitäten ist das ein Themenbereich, dem wir uns proaktiv stellen müssen, damit wir dann letztendlich diesen Wirtschaftsstandort auch absichern, dass unsere Leute auch die richtigen Kompetenzen mit auf den Weg bekommen. Und da liegen so große Chancen drinnen. Und es war mir gemeinsam mit der Bildungslandsrätin Christine Haberlander ein Riesenanliegen, dass wir hier die Jugend so bald als möglich darauf vorbereiten. Das ist ein Ziel, nicht nur von Oberösterreich, sondern überhaupt. Die Gesellschaft geht in diese Richtung. Wir sprechen heute von einer digitalen Gesellschaft. Das heißt, man kann das sowieso nicht mehr ausschließen aus dem Alltag. Unsere Aufgabe wird es sein, hier kritisch drauf zu schauen, mit Spaß drauf zu schauen, also alle Facetten hier auszunutzen. Ich bin froh, dass sich diese Schulen das antun, dass sie hier Schwerpunkte setzen, und bin hier sehr stolz drauf. Es ist schon auch eine Freude, wenn man am Puls der Zeit ist, wenn man also zeitgemäß unterrichtet, wenn man das zeigen kann, wenn die Eltern das sehen, dass unser Bemühen ein ganz aktives ist, möglichst den Kindern das zu vermitteln, was jetzt notwendig ist, was die Zukunft bringen soll. Und mit diesem Schild an unserem Eingangsbereich werden wir nach außen hin ganz deutlich sichtbar machen, wir sind interessiert an digitaler Bildung, wir tun was, wir setzen viele Aktivitäten ein, um unsere Kinder in der digitalen Bildung voranzubringen. Ja, also es ist schon jetzt eine Umstellung. Also es war früher irgendwie viel angespannter, jetzt ist alles viel lockerer und man hat auch irgendwie so ein bisschen mehr Vorfreude, weil man sich denkt, ja, jetzt macht man was auf die Geräte und es ist einfach ja, viel lockerer die Stimmung und ja, einfach was anderes. Mir gefällt der Umstieg auf digitalen Unterricht ziemlich gut. Also zum Beispiel, wenn wir in Deutsch Aufsätze schreiben müssen, bin ich natürlich am Computer viel schneller, weil ich da viel schneller schreiben kann als mit der Hand. Also es ist schon anders, wie wenn man im Heft schreibt. Am Anfang ist es vielleicht wieder ein bisschen verwirrend, wo man jetzt hingehen muss oder so. Aber nach einer Zeit kennt sich eigentlich noch ziemlich jeder aus. Wir haben uns in der Schule das Konzept so gedacht oder so überlegt, dass wir gesagt haben, wir machen mal in jeder Klasse fix eine Informatikstunde und zusätzlich eben dann integrativ in den Unterricht. Und konkret jetzt in Englisch und Biologie schaut es so aus, dass wir angefangen von Flipped Classroom über verschiedene E-Learning-Plattformen bis hin eben zu Teilen von Dokumenten, also das integrieren, beziehungsweise die Kinder recherchieren im Internet und können dann dadurch natürlich ihren Unterricht oder ihre Informationen, die sie im Unterricht bekommen, dadurch eben bereichern und selber natürlich recherchieren. Es war nicht Cut und jetzt ist von analog auf digital, sondern es ist ja, ein fließender Übergang ist das eigentlich gewesen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt dort jede Stunde immer alle 50 Minuten nur digital arbeiten, sondern es ist eben wirklich integrativ und es ist abwechslungsreich. Also das sollte immer so gewesen sein und soll ja immer so sein, dass unser Unterricht abwechslungsreich ist. Ja, man lernt einfach mit solchen Geräten umgehen. Es ist sicher jetzt wichtig, weil später wird man das sicher einmal brauchen. Und ja, man freut sich immer im Unterricht, wenn es heißt, jetzt sind Java du raus. Und ja, es ist einfach besser mit den Computern, finde ich.